diese Kontrollen in diesem Größenordnung ungefähr einmal im Vierteljahr, also eine TISPOL-Kontrolle LKW, also wo nur LKWs und Busse rausgezogen werden, ungefähr alle Vierteljahr. Kleinere Kontrollen natürlich zwischendurch immer mal wieder, aber in dieser Größenordnung einmal im Vierteljahr. Wir haben heute auch schon ein relativ anständiges Ergebnis. Wir haben schon einige Ladungssicherungsmängel, wir haben einige technische Mängel, Reifenmängel und technische Mängel gerne auch im osteuropäischen Bereich angesiedelt, wo man wirklich sagt, da wird nicht so sehr offensichtlich nicht so sehr auf die Technik geachtet. Ladungssicherungsmängel mit sehr gefährlichen Sachen, 22 Tonnen zum Beispiel Stahl, so gut wie ungesichert gefahren. Also der Fahrer eigentlich muss er dankbar sein, dass wir ihn angehalten haben, weil wenn der eine anständige Bremse gemacht hat, wäre es auch um ihn selber etwas unglücklich geworden. Haben wir jetzt auch heute jetzt schon drei Busse. Die DUT-Busse waren unauffällig heute in dem Bereich. Wir haben Kleintransporter heute genommen, polnische oder osteuropäische Kleinsttransporter, die hier die Fahrten durchführen und hier eigentlich ungenehmigterweise Kabotagefahrten durchführen. Also nur Deutschland nach Deutschland, und das darf man eigentlich nicht. Man darf eigentlich nur in Deutschland drei Kabotagefahrten fahren, also dreimal in Deutschland fahren, und dann muss man wieder Deutschland verlassen. Tut man das nicht, das ist ein Verstoß gegen das Wettbewerbsgesetz, das darf auch nicht sein. Das haben wir also auch heute schon mehrfach. So ist das heute am Laufen. Wir haben noch ein paar Stunden vor uns. Ich gehe davon aus, dass das noch weitergeht. Erzählen Sie nochmal, Sie sagten, Reifen sind ja ein großes Problem. Wie kontrollieren Sie diese Reifen? Also Reifen selber wird einfach nur durch Sichtkontrolle gemacht, also extrem abgefahrene Reifen oder aber auch starke Reifenausbrüche, wie sie immer wieder vorkommen. Das sind die, wo man dann die Reifen auf der Autobahn findet in Teilen, weil man vorher nicht geguckt hat. Was immer wieder auch vorkommt, sind Bremsenmängel, extreme Bremsenmängel. Die machen wir meistens durch Wärmekontrollen im Bereich der Bremse. Und wenn eine Bremse halt nicht warm ist, obwohl sie vorher benutzt worden sein sollte, müssen wir da halt runter und dann müssen wir mal gucken, warum die Bremse nicht bremst. Haben wir auch leider sehr häufig, dass dann ein oder anderthalb bis zwei Achsen teilweise sogar nicht bremsen beim LKW. Was ist, wenn Sie einen LKW anhalten und der nicht weiterfahren darf? Wie ist da das Prozedere? Der LKW-Fahrer muss was tun? Also das kommt jeweils dann, wenn wir haben. Also wir werden ihm dann auf jeden Fall die Weiterfahrt untersagen. Wir werden auch technisch etwas tun, dass er nicht weiterfahren kann. Weil sonst kommt es sehr häufig vor, dass dann, sobald wir den Rastplatz verlassen, die dann auch fahren. Weil wir brauchen eigentlich nicht, wenn wir denen sagen, du darfst nicht weiterfahren. Wir haben dann mehrere Möglichkeiten. Das heißt, wir blockieren die Bremse des Aufliegers, wir blockieren das Gaspedal des LKWs oder dergleichen mehr und sehen zu, dass wir dann erst dann weiterfahren lassen, wenn also die Mängel behoben sind. Das heißt, er entweder seine ausreichende Tagesruhezeit gemacht hat oder aber die Ladungssicherung war ordnungsgemäß oder bei Mängeln auch bis der Mangel behoben ist, weil häufig gerade osteuropäische Fahrer nicht in die Werkstatt fahren, selbst wenn wir ihnen das anbieten, sondern dann zwei, drei Tage hier auf dem Werkstattservice aus der Heimat fahren.